Wie man hier sehen kann, haben wir mittlerweile am 3. Dezember 2017 eine recht ordentliche Schneedecke schon bekommen und es schneit weiter. Das heißt, ich muss jetzt erstmalig in diesem Winter meinen Rasentraktor mit Schneeschild ausprobieren. Ihr könnt, wie steil ungefähr meine Auffahrt ist, habe ich jetzt meine Wasserwaage, die jetzt in der Waage steht und auf eine Länge von rund 50 cm, so lang ist die Wasserwaage ungefähr, habe ich also 12 cm Höhenunterschied. Also wir haben so rund 8 cm Schnee im Schnitt. Es gibt ein paar Stellen, wo es was tiefer ist. Es gibt ein paar Stellen, wo es was flacher ist, weil durch Windvorwehungen das sich verteilt hat. Aber so im Schnitt haben wir rund 8 cm. So, und ich messe jetzt gerade nochmal hier direkt vor der Garage, weil hier weht es mir immer ziemlich viel Schnee rein. So, hier habe ich also sogar 10 cm. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, hier sind es über 10. Ja, und hier sind es dann schon wieder eher 8 bis 9. So, ihr könnt also jetzt schon mal sehen, wie schnell und wie sauber der einfache Teil jetzt zu räumen war. Und hier seht ihr jetzt auch mal die Schneemenge von dieser kleinen Fläche. Also es ist schon ganz ordentlich Schnee und wie ihr sehen könnt, Räumergebnis, ich bin zufrieden. Und jetzt gehe ich mal meine steile Auffahrt an und zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Steil, funktioniert aber. Den einzigen Unterschied, das einzige, was heute mich überrascht hat, ist, dass ich direkt hochfahren konnte. Normalerweise muss ich dann immer erst ein Stück von der steilen Rampe freiräumen, indem ich immer ein Stück hochfahre, einfach das Schneeschild runterlasse und dann rückwärts den Schnee nach hinten ziehe. Und damit kann ich mir ja eigentlich auch immer schön eine Auffahrt Spur hoch frei machen, damit ich dann auch von oben wieder nach unten schieben kann. Ich hoffe, dass das verständlich war. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich die lange Straße, das sind so rund, ja, 200 Meter, wie das so mit dem Rasentraktor aussieht, wie das funktioniert. Auch mal,
wie tief die Fahrspuren dann sind. Und das Stück bis unten zu dem Haus, das muss ich jetzt freiräumen. Mit der Schippe, also mit einer Schneeschippe, natürlich völlig unmöglich. Und ja, da zeige ich euch jetzt mal, wie das so funktioniert mit dem Rasentraktor. Also ich denke, es ist ganz gut rübergekommen, dass das mit dem Rasentraktor sehr gut funktioniert. Selbst in der Rhön über 500 Meter Schnee da mitzuräumen. Und ja, meine Konstruktion mit dem Heckgewicht hat sich, wie gesagt, in den letzten Wintern bewährt. Natürlich nach dem Räumen muss man den Trecker auch noch ein bisschen vom Schnee befreien. Und ganz so viel Pulverschnee war es doch nicht. Es war also durchaus auch ein bisschen nasser Schnee. Und wie gesagt, ich kann bestätigen, das funktioniert auch, wenn noch mehr Schnee liegt. Also es funktioniert wirklich richtig gut. Nur ihr müsst euch halt immer ein bisschen, ja, geschickt anstellen, wenn steilere Anstiege sind. Weil da könnt ihr natürlich nur abwärts räumen. Und ihr müsst dann auch sehen, wie ihr dann mit dem Trecker erst die Steigung bewältigt durch den Schnee. Ich habe da schon meine Erfahrungen mit dieser Auffahrt hier. Bei mir funktioniert es. Dann gehe ich mal davon aus, es sollte bei den meisten funktionieren. Das soll für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen, wie immer, unten gerne in die Kommentarfunktion. Ich versuche dann auch so schnell wie möglich zu antworten.